Alle Imperien folgen einem typischen Verlauf von einem sehr steilen Anstieg zu dem Zustand einer Großmacht, dann ein langsamer Zerfall und am Ende ein Kollaps. Viele Historiker und Philosophen haben unterschiedliche Versionen dieser Theorie beschrieben und heute werde ich euch beginnen, die Theorie von Sir John Bagot Glubb vorzustellen. Das war ein Engländer offensichtlich, der eben so eine Theorie beschrieben hat in seinem Essay Das Schicksal von Imperien. Und ich fand dieses Essay absolut umwerfend, wirklich, als ich es gelesen habe. Und deshalb werde ich jetzt eine kleine Serie von ein paar Videos machen, wo ich die Kerninhalte dieses Essays vorstelle. Mein Name ist Amos Zweig. Ich mache Videos und schreibe Artikel über Philosophie, Gesellschaft und Ethik und auch darüber, wie man sich als Individuum dann in der Gesellschaft orientieren soll oder eben verhalten soll. Wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch den Kanal und schreibt einen Kommentar oder klickt auf den Gefällt mir-Knopf, damit ihr mehr ähnliche Inhalte vorgeschlagen bekommt. Glubb wurde 1897 geboren. Er diente dann im Ersten Weltkrieg für England, diente er in Frankreich und in Belgien und nach dem Ersten Weltkrieg bekam er einen Posten in kolonialen Regierungen von England, zuerst im Irak im Jahr 1926 und dann in Transjordanien im Jahr 1930. Und er kommandierte dann eigentlich die Armee von Transjordanien für das Britische Reich. Und nach seiner Pensionierung hat er etwa 16 Bücher geschrieben und viele Vorträge gehalten und Vorlesungen gegeben im Westen, also in England, Amerika und in Europa. Im ersten Teil seines Essays kritisiert Glubb eigentlich die Geschichtswissenschaften seiner Zeit. Er sagt, dass die Geschichtswissenschaft, so wie sie betrieben wird, eigentlich komplett nutzlos ist, weil man nur die lokale Geschichte der eigenen Nation anschaut und man dabei sich nur auf das Positive fokussiert, also nur auf die Stärken und Eroberungen. Die Schwächen übergeht man und die Feinde, bei denen schaut man nur das Negative an. Also nur, die sind böse Imperialisten oder hinterhältige Rebellen und die eigene Nation wird als patriotisch und heldenhaft dargestellt. Und also ist Geschichte, wie er sagt, vor allem Propaganda und dazu kommt noch, dass oft die Autoren politische Ziele eigentlich verfolgen mit der Geschichtsschreibung, die sie betreiben. Und deshalb ist eben die Geschichtsschreibung oftmals Propaganda und nicht eine Wissenschaft. Auch die gewissen Abschnitte der Vergangenheit, für die man sich interessiert, also die Griechen und die Römer sind da immer so Beispiele, das ist für Glubb eben, das führt zu nichts, weil man nur gewisse Abschnitte anschaut und dazwischen gibt es aber große Löcher und man versucht nicht zu verstehen, wie ist es denn von dem einen Abschnitt zum nächsten Abschnitt gekommen. Und um etwas lernen zu können aus der Geschichte, müsste man eigentlich eben die gesamte Geschichte der Menschheit anschauen und dort nicht nur die guten Zeiten, sondern alle Zeiten eigentlich gleichberechtigt anschauen, so dass man verstehen könnte, wie sich Zeitalter und Kulturen beeinflussen und dann zum nächsten Zeitalter und der nächsten Kultur eigentlich führen. Was Glubb ein Imperium nennt, ist in etwa das, was wir heutzutage eine Supermacht nennen. Und er beschreibt dann, dass das meistens in der Geschichte eine große Landmasse war, die unter einer Herrschaft geeint war und jeweils die Herrschaft ging von einem Kernland aus und hatte dann das Imperium hatte viele Provinzen, die es dann eben verwaltet hat und der Hauptsitz war im Kernland. Glubb beschreibt dann 11 Imperien, die es aus seiner Sicht in der Zeit der Menschheit oder zumindest in der Geschichtsschreibung gegeben hat. Das assyrische Imperium von 860 bis 612 vor Christus, das persische Reich von 538 bis 330 vor Christus, das griechische Reich von 330 bis 100 vor Christus, dann die römische Republik von
260 bis 27 vor Christus, dann das römische Imperium von 27 vor Christus bis 180 nach Christus, das arabische Imperium von 634 bis 880, das Mameluk-Imperium von 1250 bis 1517, das ottomanische Imperium von 1320 bis 1570, das spanische Imperium von 1500 bis 1750, das Romanova-Imperium in Russland von 682 bis 1960 und das britische Imperium von 1700 bis 1950. Und so wie Glapp die Imperien datiert, fällt auf, dass diese Imperien alle ungefähr 200 bis 250 Jahre dauern, meistens um die 250. Glapp sagt dann auch selber, dass man natürlich die Dauer eines Imperiums oftmals nicht exakt bestimmen kann, dass der Prozess des Aufstiegs und der Prozess des Zerfalls graduell sind und man irgendwo halt einen Startpunkt annimmt, aber in Wirklichkeit sind das fließende Prozesse und man kann da nicht Präzision wie in der Physik erwarten. Das ist alles ein bisschen schwammiger. Trotzdem kann man aber eben Tendenzen beobachten. Auch sagt er, dass gewissen Leuten vielleicht die Aufteilung in eine römische Republik und ein römisches Imperium willkürlich erscheint. Ja, ich habe jetzt aus seinem Artikel auch nicht ganz genau verstanden, warum das für ihn so wichtig ist. Auch sagt er, dass das römische Imperium offiziell eigentlich noch über ein Jahrhundert länger überlebt hat, als er es hier datiert. Er sagt aber, dass dieses Überleben eigentlich in ständigen Bürgerkriegen und Invasionen nur gewesen war und somit für ihn eigentlich schon das Imperium zerfallen ist. Ja, hier vielleicht ein kurzer persönlicher Einschub. Ich bin kein Historiker, sondern ich bin Philosoph, also macht mich nicht verantwortlich für die exakten Jahreszahlen dieser Imperien. Das ist aus meiner Sicht auch gar nicht so relevant. Das, was mich viel mehr interessiert, sind eben die Mechanismen, wieso ein Imperium entsteht, wieso es schnell aufsteigt, wieso es sich halten kann und wieso es dann wieder zu zerfallen beginnt und am Ende untergeht. Und aus meiner Sicht ist es sehr wohl möglich, dass diese einzelnen Abschnitte für verschiedene Imperien unterschiedlich lang sein können und auch, dass vielleicht mehrere dieser Verläufe so wie ineinander geschachtelt sein können. Also zum Beispiel, dass es einen Aufstieg gibt zu einem Plateau und dann nochmal ein Aufstieg und dann erst der Zerfall. Oder Aufstieg, Plateau, Zerfall, aber dann wie eine Rettung und wieder ein zweiter, noch größerer Aufstieg und dann wieder ein Plateau und dann ein Zerfall. Das ist für mich durchaus möglich und auch durchaus interessant und würde auch die Theorie, dass Imperien eben zyklisch verlaufen, nicht widerlegen und es würde aus meiner Sicht eben auch nicht die Mechanismen widerlegen, die eben von der einen zur nächsten Phase führen. Das ist das, was mich wirklich interessiert. Also, wieso hört die Expansion irgendwann auf oder wieso beginnt irgendwann der Zerfall und was kann dazu führen, dass der Zerfall vielleicht abgefangen werden kann und eine neue Expansion oder eine neue goldene Zeit kommt oder was führt eben dazu, dass der Zerfall nicht abgefangen werden kann und das Imperium dann vollends kollabiert und untergeht. Das sind die Fragen, die mich sehr interessieren. Ja, Glapp sagt dann auch, dass natürlich nicht alle Imperien ihren gesamten Lebenszyklus überleben. Und als Beispiel bringt er das babylonische Imperium an unter Nebukadnezar, das bereits nach 74 Jahren von den Persern eigentlich überworfen wurde. Genau, und es fällt hier auch auf, der Vergleich zu einem menschlichen Leben. Also nicht alle Menschen leben einen gesamten Lebenszyklus durch mit
Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter, dann mittlere Reife oder das, wie sagt man, Midlife, das mittlere Leben und dann das Alter und dann vielleicht sogar noch das greise Alter. Und trotzdem können wir aber diese Abschnitte so in einem menschlichen Leben irgendwie identifizieren. Auch wenn natürlich gewisse Menschen in der Kindheit oder im Erwachsenenalter sterben und dann der Zyklus wie abgeschnitten wird. Genau. Was auch sehr interessant ist, Glove beobachtet, dass die Technologie grundsätzlich nichts mit der Dauer eines Imperiums zu tun hat. Also er sagt da sehr schön, die Assyrer hatten eigentlich nur Fußsoldaten, die marschierten überall zu Fuß hin und sie kämpften mit Speer und Bogen. Die Briten hatten hingegen Artillerie, Eisenbahn, Segelschiffe, Feuerwaffen und man denkt oft, dass die moderne Technologie das Leben wie schneller macht und deshalb diese Zyklen schneller werden sollten. Glapp sieht aber, dass dies nicht der Fall ist. Also das britische Imperium und das assyrische Imperium haben sehr, sehr ähnlich lange gedauert, obwohl sie komplett unterschiedliche Technologien hatten. Jetzt, was auffällt, ist, dass die Form des Imperiums unterschiedlich war. Also die Briten hatten zum Beispiel Überseekolonien und ihr Imperium war mehr so verteilt auf der ganzen Welt. Und die Assyrer konnten natürlich nur so wie sich einfach konzentrisch ausdehnen und einfach ihre Nachbarländer erobern. Aber trotzdem, die Lebensdauer der Imperien war sehr ähnlich. Und wieso ist das jetzt so? Glapp führt hier als Begründung eigentlich an, dass die Dauer eines Menschenlebens oder der verschiedenen Abschnitte eines Menschenlebens trotz aller technologischen Fortschritte eigentlich nahezu gleich geblieben sind. Also eine Generation dauert im Schnitt irgendwo zwischen 20 und 25 Jahren und auch ein Lebensabschnitt dauert meistens irgendwo so in dieser Größenordnung. Also wie gesagt, Kindheit plus Jugend dauert etwa bis zum 20. Lebensjahr plus minus. Ab dort ist man ein Erwachsener. Das dauert dann etwa bis zum 40. Lebensjahr, vielleicht 45. Ab dort ist man schon dann wie ein reifer, eher gesetzter Bürger in seiner Gesellschaft. Dann kommt eben das mittlere Alter, das dann bis 60, 65 dauert. Und ab dort ist man dann ein alter Mensch. Und dann fängt nochmal ein neuer Lebensabschnitt an. Und auch die maximale Lebensdauer von Individuen hat sich eigentlich nicht groß verändert in dieser Zeit. Also die ältesten Leute vor 2000 Jahren wurden 80 Jahre alt, plus minus. Und die ältesten Leute werden heute, ja, vielleicht 90 Jahre alt. Aber diese Dauer hat sich nicht groß verändert. Die Medizin hat vor allem dafür gesorgt, dass mehr Leute das hohe Alter erreichen. Deshalb ist die durchschnittliche Lebenserwartung stark angestiegen. Aber das absolute Alter, das hat sich nicht groß verändert. Genau. Und wenn man das also so anschaut, dass eine Generation etwa 20 bis 25 Jahre dauert, dann würde man sagen, dass ein Imperium nach Glapp circa 12 bis 10 Generationen dauert. Und um jetzt zu verstehen, warum das so ist, geht Glapp dann weiter und identifiziert eben die unterschiedlichen Abschnitte im Leben eines Imperiums. Und das werden wir dann in einem nächsten Video gemeinsam anschauen. Ich hoffe, ihr habt das Video spannend gefunden. Lasst mich doch wissen, was ihr dazu denkt. Und kommt dann wieder für den zweiten Teil. Schönen Tag noch und bis dann. Tschüss.